Ich finde, dass das Simulator-Training auf jeden Fall für Leute, die arthroskopieren wollen, hilfreich ist und das quasi vor dem praktischen Einsatz irgendwo in der Klinik oder in der Praxis durchführen soll. Ich habe jetzt ca. 50 bis 60 eigenständige bzw. in Begleitung vom Oberarzt durchgeführte Arthroskopien gemacht und denke, dass das Simulator-Training eine gute Basis ist, um eine gewisse Routine und einen Standard in die Arthroskopie des Knies und des Schultergelenks hineinzubringen. Eben um wirklich ohne Scheu üben zu können, so viel man will, und auch ja, die Bewertung direkt zu haben und das am Stück zu machen. Der Simulator hat mir ziemlich gut gefallen, dass es für mich sehr realitätsnah wirkte. Man bekommt trotz der virtuellen Bildwiedergebung ein haptisches Feedback, sodass man auch merkt, wenn man etwas zum Beispiel nicht richtig macht, im Sinne von einer Verletzung innerhalb des Kniegelenks. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Ein standardisiertes Ausbildungskonzept gibt es leider in Deutschland noch nicht, aber ich denke, dass die Simulator-Training Sicherheiten, den Assistenten Sicherheiten dazu gewinnen lässt, und von daher denke ich, ist es ein gutes Tool, um den Assistenzärzten auch so ein bisschen die Angst zu nehmen vor den ersten Arthroskopien. Ja, am liebsten würde man das jeden Abend üben. Am besten hätte man so einen Teil im Keller und dann könnte man jeden Tag üben. Also ich glaube, Maß nach oben gibt es da gar nicht. Ich denke, dass man sehr gut werden könnte, wenn man das regelmäßig machen kann.